Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also die Debatte ist schon irgendwie kurios. Hätte jetzt den Antrag jemand von der Opposition geschrieben, wäre die Begründung, die Frau Hesse gegeben hätte, machen wir doch, was wollt ihr denn? Und das würde ich jetzt auch ganz gerne ein Stück weit aufgreifen. Prävention und Früherkennung sind sehr wichtige Steine in der Gesundheitspolitik, Herr Reinhardt. Dieses Anliegen und Ansinnen sind stets zu unterstützen. Schon deshalb hat der Bundesgesetzgeber mehr Leistungen dieser Art festgelegt, aber nicht im Gutdünken des Landes, sondern verpflichtend für alle gesetzlichen Krankenkassen. Ich freue mich, dass sich das Land den Kassen anschließt und alte bundespolitische Forderungen jetzt auch für sich entdeckt. Die Landesregierung soll nun Versorgungsverbünde unterstützen. Was soll das sein? Wer versorgt werden muss, ist begrifflich aus dem Bereich der Früherkennung und einfachen Prävention doch wohl erwachsen. Oder besteht da ein Missverständnis und Sie meinten mit Ihrem differenzierten Antrag die sekundäre oder tertiäre Prävention? Wie gesagt, jedenfalls ein Handlungsfeld der Kassen und ein Thema für Bildung. Denn wir alle wissen, dass Gesundheit in Abhängigkeit zu Bildung steht. Deshalb wird bestimmt die Landesregierung auf das neue Schulfach Plattdeutsch gesund hinwirken, wenn man in den theoretischen Schuhen stecken bleiben will, worauf wir ein wenig mit Fragezeichen reagieren. Warum kommt die Koalition mit so einem Antrag, wenn wir schon den Volkskrankheiten, also so viele Volkskrankheiten im Land haben, und warum in dieser Reihenfolge? Bluthochdruck und Rückenschmerzen liegen in der traurigen Rangliste noch vor den Störungen des Fettstoffwechsels mit der Ausprägung Diabetes. Und wofür haben wir ein Präventionsgesetz und eine Verpflichtung der Selbstverwaltung, wenn die Landesregierung als Korrektiv vonnöten ist? Das Aktionsbündnis für Gesundheit muss sich mit dem Risikofaktor Übergewicht befassen. Ich habe da weniger Probleme mit, aber warum brauchen wir immer wieder Bündnisse? Warum wurde Bildung nicht schon längst in die Pflicht genommen, ohne die alte Diskussion zum Schulsport hier wieder aufleben zu lassen? Ohne das Bildungs- und Teilhabepaket erneut zu hinterfragen. Einfach nur Bündnis ist uns zu schlapp. Wir haben Schlüssel zum Übergewicht. Kinder- und Schulspeisung wurde von Herrn Balen schon genannt, die Einbindung der Kinder selbst in Kräutergärten oder Obstschnippeln, Brote schmieren und belegen, Essen als gemeinsames Erleben zu gestalten oder im Rahmen von Unterricht stetig und immer wieder auf falsche Ernährungsweisen hinweisen. Wir haben so viele Beratungsangebote, die einfach wahrgenommen werden müssten. Daran und nicht am Angebot selbst mangelt es. Also kommen die Menschen nicht zum Angebot, kommt das Angebot zu den Menschen. Schule, Unibetriebe, Arbeitgeber, Lehrbetriebe. Es gibt genug Anknüpfungspunkte, man muss es nur tun. Übrigens auch hier mit der Unterstützung der Krankenkassen. Die Krankenkassen haben einen Präventionsleitfaden. Der Bereich gesunde Ernährung ist gut lesbar darin aufgelistet. Und der Hinweis, dass Diabetes damit in Zusammenhang steht, tja, das steht auch schon da drin. Und mein lieber Herr Ringgut, so lächerlich ist es nicht. Ich glaube, dieses Phänomen des Übergewichts haben viele. Ja? Oder dient der gesamte innovative Antrag nur der Standortsicherung des Krankenhauses in Karlsburg? Da muss ich dann erst recht sagen, machen wir dann schon alles, was wollt ihr denn? Diese Klinik bietet alles zum Thema Beratung und Betreuung und Vorbeugung typischer Komplikationen, ist bei der Deutschen Diabetesgesellschaft anerkannt für die Behandlung des Typ 1 und des Typ 2, sowie Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Und das eben nicht erst seit gestern. Karlsburg hat ein Alleinstellungsmerkmal für die Behandlung herzkranker Diabetikerinnen und Diabetiker. Ich könnte noch weiter aufzählen. Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe, hier eine Lobeshymne auf ein Krankenhaus, das in ein ganzes Versorgungssystem eingebunden ist, hier mitzumachen. Wahlkampf in allen Ehren. Eine kleine Spitze sei mir aber noch erlaubt. Ihr Antrag ist so zielführend, ich weiß nicht wohin, aber und so aktuell, dass ich am Rande wenigstens feststellen möchte. Ihr verehrtes Klinikum Karlsburg bietet schon seit 1978 Ferienkurse für an Diabetes erkrankte Kinder an, hat eine wunderbare Homepage für diese Altersgruppe, auf der man Fragen loswerden kann und immer eine Antwort enthält.
die Kommunikation also läuft. Will ich damit mal so andeuten. Was genau also soll die Landesregierung jetzt tun? Und ich habe hier echt ein Problem. Wäre das nämlich wirklich ein Antrag der Opposition, wäre der von Ihnen niedergeschmettert. Und ich erinnere mich an den Antrag von Frau Stramm, gegen den ich auch geredet habe, weil ich denke, es ist Aufgabe der Krankenkassen, es durchzusetzen. Da habe ich dagegen gestimmt, Herr Müller, vielleicht, wenn Sie da gesessen hätten. Also, mein lieber Herr Kokert, ich komme aus der Selbsthilfe. Ich habe ja eine Ahnung, von wem dieser Antrag kommt. Es gibt nämlich einen Es gibt einen Landesbund für Diabetiker, dem steht natürlich Herr Monstadt vor. Und nun weiß ich eben nicht, inwiefern der möglicherweise zielführend war, diesen doch sehr innovativen Antrag für diesen Landtag zu nehmen. Also, um das ein bisschen aufzuweichen und da ich ja Frau Stramm ernst nehme in ihrem Bemühen, das doch gesetzlich festzulegen, was ja eigentlich schon gesetzlich festgelegt ist. Wir müssen nämlich die Menschen mitnehmen und gerade in der Selbsthilfe. Mit der was? Ach, weißt du, ich finde es alles nicht so lächerlich. Und jeder und jede, die einen Diabetiker in der Familie hat, kann darüber eben nicht lachen. Sondern es geht darum, endgültig eine Prävention auf den Weg zu bringen. Nee, der Antrag ist einfach nicht weit genug. Der ist nicht differenziert. Und das hat ja, wie gesagt, Frau Hesse hat ja gesagt, was alles getan wird. Das habe ich getan, Herr Barley, mit regem Interesse und vielen Dingen. Und glauben Sie mir, ich habe viele Diabetiker in meiner Arbeit damals beraten müssen. Mein Vorschlag ist, es zu überweisen in den Ausschuss, weil ich denke, die 8 nationalen Gesundheitsziele sind wichtig. Ich weiß, wir haben nur noch 2 Sitzungen, aber wir sollten das ernst nehmen, Herr Ringkund, und nicht darüber oder das alles ins Lächerliche ziehen. Das ist das Thema nämlich nicht wert, muss ich sagen. Und ansonsten müssen wir diesem Antrag nicht unsere Stimme geben. Danke für die Aufmerksamkeit.